Moin Moin und willkommen zurück bei Sarah Malt. Ich bin Sarah, das ist Basti. Insel Basti. Basti ist entweder auf einer einsamen Insel oder im Zeugenschutzprogramm und ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Und trotzdem sieht die Kamera nur mich. Du kannst einfach niemals ins Zeugenschutzprogramm gehen. Also auf jeden Fall haben wir uns wieder eine neue Liste ausgedacht und zwar Spiele für eine einsame Insel oder in meinem Fall Spiele auf einer einsamen Space-Mission, weil auf meinem Raumschiff gibt es nämlich Strom und andere Mitspieler. Ich muss das abmachen, das zerdrückt meinen Kopf. Nein, dann erkennen die Gangster, dass du doch bei Hause, Basti, bist. Joa, joa, joa. Hör mal auf, bevor die Leute ausschalten. Ja, also meins ist eine einsame Space-Mission, wo ich noch vier Astronauten dabei habe und wir haben Strom und wir können ohne Sand spielen. Und du bist auf einer einsamen Insel. Ja, krass, ja, ich bin wirklich auf einer einsamen Insel. Ich bin ohne Sarah irgendwo gestrandet das und ich habe halt irgendwie so eine Kiste gefunden und da sind halt fünf Boardgames drin. Und meine Auswahlkriterien waren halt, ich muss das alleine spielen können und die müssen so variabel, variantenreich wie möglich sein, genau, dass ich halt nicht wahnsinnig werde. Also so 5 versus Basti Insel Edition und ich versuche halt irgendwie zu überleben, indem ich halt Brettspiele spiele, damit ich mir nicht meinen eigenen Fuß abkaue. Also variantenreich ist meins auch. Meine haben nicht unbedingt eine Solo-Mission, obwohl ich glaube, fast alle, die ich dabei habe, haben eine Solo-Mission. Also haben einen Solo-Mode. Obwohl du im Weltraum nicht auf Solo-Mission bist, sondern noch 4 Leute dabei hast. Oder genau. 3. Bin gespannt. Meine Mitastronauten müssen halt einfach mitspielen. Man sieht, wir haben uns wieder nicht abgesprochen. Wir haben keine Ahnung, was hier eigentlich passiert. Wir haben einfach Spiele aufgeschrieben. Darüber reden wir jetzt einfach. Willst du anfangen? Ich fange an. Ich fange auch relativ einfach an auf meiner Robinson-Insel. Und zwar, wie gesagt, Spiele, die ich alleine spielen kann. Spiele, die ruhig kompliziert sein dürfen oder zumindest nicht kompliziert, vielleicht schwierig, dass man sie nicht sofort lösen kann und Spiele, die halt variabel sein sollen. Und mein erster Titel ist auf jeden Fall Samurai Spirits. Eins von unseren Lieblingsspielen, was wir eigentlich relativ oft auf den Tisch bringen. Es ist variantenreich, weil man viele, viele verschiedene Charaktere machen kann. Es ist ein Koop-Spiel. Und der Vorteil an Koop-Spielen ist ja immer, die kann man auch alleine spielen, mit sich selbst koopen sozusagen. Und es ist nicht einfach. Wir haben es, glaube ich, von den Dutzenden Male, die wir es gespielt haben, ein-, zweimal gewonnen vielleicht. Und das ist auf der einsamen Insel auf jeden Fall super vorteilhaft für mich, weil ich dann nämlich immer wieder Samurai Spirit spielen kann, ohne wahnsinnig zu werden, weil ich immer wieder versuchen will, dieses Spiel zu knacken. Weil es halt immer so ist, es sind so 3 Phasen, die man spielen muss. Meistens stirbt man in der dritten. Und ich will diese dritte Phase schaffen. Und das wird mich halt in meinen einsamen Nächten auf der Insel auf jeden Fall am Leben halten. Wir haben das Spiel auf jeden Fall auch schon öfters mal besprochen. Ich glaube, das war irgendwann mal in einem von unseren alten Videos, 5 Spiele, die kein Schwein kennt. Und im Grunde relativ simpel, ist eine Art Tower Defense. Wir sind halt Samurai, die sich sowohl in ihrer Menschen- als auch in so einer Tierform bewegen können. Und das Dorf, das wir verteidigen, wird halt so von bösen Ninjas uns angegriffen. Und wir versuchen halt durch ganz simples Cardplay diese Ninjas halt abzuhalten und dann halt die Dorfbewohner und die Häuser zu schützen. Können uns dann relativ auch gut unsere Fähigkeiten hin und her schieben und es ist einfach ein super cooles Spiel, was ich immer super gerne auch raushole, wenn wir halt gerade einen Spieleabend beenden und vielleicht auch nochmal so eine Dreiviertelstunde Zeit ist und man vielleicht auch nochmal Lust hat, von dem Spiel so richtig auf den Popo gehauen zu kriegen. Und das ist dann halt immer Samurai Spirits, das eigentlich nie fehlschlägt. Kann ich mir alleine eigentlich nicht so gut vorstellen. Ich meine, mit meiner Crew, mit meiner internationalen Crew dann wahrscheinlich schon. Aber ja, es ist natürlich, man kann es immer wieder zocken. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann vielleicht dann doch ein bisschen öde wird. Das ist ja auch jetzt mein erstes Spiel, also ja, ja. Die Nummer 5. Ich habe vor allem auch längere Titel dabei, damit man sich länger ein bisschen reinbeißen kann. Und das erste Spiel, was ich dabei habe, spiele ich immer wieder gerne. Ist auch eins der meist requesteten Spiele bei uns in der Wohnung, in der Gruppe. Oh. Und das ist Dinogenics. Ah, auf jeden Fall, ja. Ich finde halt einfach Dinogenics halt richtig cool. Wir machen halt so ein kleines Worker-Placement-Game und bauen halt wirklich unseren Park auch auf, dass die Dinos halt auch wirklich da drin sind und halt auch eine Persönlichkeit haben, im Gegensatz zu Dinosaur Island. Weil da ist es ja meistens nur ein Cube, sind es halt Ressourcen. Und bei Dinogenics finde ich halt auch cool, dass du mehr oder weniger ein bisschen gezwungen bist zu machen, wie du halt die Karten hast, weil nicht nur die Dinos, die du halt, du brauchst immer so Sets, um halt Dinos zu bauen. Und da hast du halt meistens, dann hast du halt nur den Brontosaurier. Du willst eigentlich den Raptor bauen, aber du hast nur den Brontosaurier. Du musst das Beste machen aus der Dino-DNA-Grütze, die du halt gegeben gekriegt hast. Und dieses Spiel hat eins, finde ich, der coolsten Event-Decks. Weil in jeder Runde passiert ein Event, du kannst dich immer eine Runde darauf vorbereiten, das heißt, du bist nie ganz überrascht, aber das Spiel zwingt dich halt dann auch immer,
ein bisschen anders was zu machen. Und dadurch kann es auch ganz verschiedene Runden sein. Es kann sein, dass du halt mehr gegen die Leute hauen musst. Es kann sein, dass du eine Runde keinen Dinos bauen kannst. Es kann sein, dass du Push Your Luck hast und dann dein Park von Mutanten-Dinos überrannt wird. Ja, das ist mir auch schon passiert. Und man sich dann sich beschwert, warum das passiert ist. Und alle anderen so, ja, weil wir vorsichtig waren. Kann man das Event-Deck anpassen? Haben wir das gemacht? Weil ich glaube, am Anfang hatten wir falsche Karten drin vom AI-Spieler. Die haben wir dann rausgenommen. Das war ein Fehler. Aber sind die besonders fies, die Karten? Und wir haben jetzt nur die nicht so fiesen Karten drin? Nee, ne? Wir spielen mit dem kompletten Deck, das sind zwei verschiedene Sachen, was du gerade gesagt hast. Es gibt das Event-Deck und es gibt dieses, was man gegeneinander spielt, die Intrigenkarten. Da kann man besonders fiese Karten rausnehmen, wenn man das möchte. Ja. Aber wir spielen eigentlich immer mit dem kompletten Deck, weil eigentlich so fies ist es jetzt eigentlich auch nicht. Und es bringt dann auch Interaktion mit rein, ne? Genau. Wenn ich dann Sarah halt nochmal irgendwas reindrücken kann und sie dann irgendwie so, oh nein, jetzt ist mein T-Rex ausgebrochen und frisst man den ganzen Hotelbesucher. Und ihr habt alles irgendwie Raptoren oder so gebaut und ich bin der Einzige mit Pflanzenfressen. Und dann kommt erstmal so ein Dino-Ausbruch über so eine Karte. Da freut man sich dann schon teuflisch. Ist auch ein Spiel, was man solo spielen kann. Hat, glaube ich, im Grundregelbuch schon 12 Varianten für Solo dabei, gegen die man spielt. Und in der Erweiterung, glaube ich, auch nochmal 10 oder so. Also es ist ein ganz dickes hat man mehr so Szenarien, die man dann spielt, als dass man irgendwie so einen ferngesteuerten AI-Spieler hat, wie man das jetzt von Anachrony kennt. Genau, oder so. Man hat Szenarien, gegen die man spielen muss. Und das heißt, ich kann es sowohl alleine spielen auf meiner Raumschiffmission, wenn ich alleine nachts Wache habe. Oder wenn die ganzen anderen Leute alle in die Luftschleuse gesteckt hast, weil sie nicht mit dir andere Spiele spielen wollten. Ja, es werden einfach immer weniger. Und aber man kann es auch als Crew spielen und von daher, ich habe auch immer wieder, wie gesagt, Spaß drauf. Ich zeige das auch immer wieder gerne. Ist leider momentan ein relativ seltenes Spiel, aber sollte alles klappen, kommt dieses Jahr der Kickstarter für ein Reprint und wahrscheinlich auch eine Erweiterung. Das ist dann schon der zweite Reprint-Kickstarter, ne? Ja. Also erfolgreiches Spiel auf jeden Fall. Ich kann es auch nur empfehlen. Super geil. Macht richtig Spaß. Aber ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen, auf deine ganze Crew, die du dabei hast, weil ich bin ja irgendwie da auf dieser einsamen Insel. Da ist halt nichts außer Sand, Kokosnüsse und vielleicht so ein paar Krebse. Und die wollen mit mir definitiv nicht spielen. Das Ding ist ja auch, ich habe die Liste irgendwie genannt, so, wenn du nur ein Spiel mitnehmen könntest oder so, oder wenn du nur 5 Spiele mitnehmen könntest. Ja. Basti hat da draußen die einsame Insel gemacht. Ich bin auf einer Space-Mission. Ich bin cool, ehrlich. Ich bin gespannt, wie das Video nachher heißt. Basti ist im Zeugenschutzprogramm. 5 Spiele im Zeugenschutzprogramm. Genau. Mein nächstes Spiel. Cash und Guns. Wieder sehr variantenreich. Hat aber auch einen AI-Spieler, den wir allerdings noch nicht ausprobiert haben. Wir haben die Expansion, die diesen AI-Spieler mitbringt. Und ich denke mal, auf der einsamen Insel würde ich das danach ausprobieren. Es könnte sein, dass wir jetzt eine Doppelnennung haben. Das kann sein, ja. Und es ist halt ein relativ großes Spiel. Das gibt es einmal mit Standys, wir haben es mit Miniaturen. Ja, habe ich auch. Ist auch nur meine 2. Es ist Tsukiyomi Full Moon Down. Wie gesagt, auch wir haben auch die Koop-Expansion, dass man solo spielen kann. Aber man kann es auch gut mit 5 Leuten spielen. Ja. Vor allem, wenn man die Zeit hat. Und das hat man ja auf einer einsamen Space Mission. Und also richtig cooles Area-Control-Game ohne Glück. Man muss eine Menge dabei ausrechnen, weil man muss mal gucken, so, deine Truppen haben jetzt eine Stärke von 120. Habe ich natürlich Zeit auf der Insel, ne? Genau, hast Zeit. Ich habe keinen Taschenrechner, aber ich kann einen Sand malen oder so. Und unglaublich variable Fraktionen. Ich glaube, insgesamt gibt super es krass. 9. Das heißt, man könnte da auch eine Menge hin und her probieren. Also wir haben nicht alle, aber ich hoffe... Wir haben alle. Nee, wir haben nicht die ganzen 9, die es nur als Standys gibt. Wir haben nicht die 9, die es nur in Deutsch und als Standys gibt. Genau, aber vielleicht wird ja dann die Erweiterung dann auch nochmal angespült. Ich meine, dann habe ich noch mehr zum Spielen. Es ist halt super krass, wie variantenreich das ist, alleine auch schon mit den ganzen Aktionskarten. Das ist halt ein Spiel, wo nichts auf Glück basiert. Ja. Die ganzen Aktionskarten, wo man dann nachher die Aktion aussucht, die man spielt, die werden halt rumgedraftet. Das heißt, alle Karten, die ich nicht... Also ich nehme mir halt eine Karte und alle anderen Karten gehen nach links weiter. Das heißt, ich weiß genau, welche Möglichkeiten, Aktionen durchzuführen, mein Nebenmann in der nächsten Runde hat. Und ich kann mich nie beschweren. Du hast die ganzen coolen Aktionen gekriegt, die ich nicht hatte. Nee, er hat die ganzen coolen Aktionen gekriegt, die ich weitergegeben habe. Das heißt, das ist in der Hinsicht schon mal richtig cool. Und wie gesagt, der Kampf ist auch komplett deterministisch. Man rechnet alles aus, nichts wird gewürfelt. Es ist alles nur mit Cardplay und mit Punkten. Super cool und unglaublich facettenreich. Ja, deswegen habe ich es auch reingenommen. Also super cool, man kann sich da auch richtig reinbeißen. Es hat auch eine schöne Länge. Und wie gesagt, auch so variantenreich, dass ich sagen könnte, so, das könntest du halt immer wieder spielen und immer wieder spielen und immer wieder spielen. Thema schöne Länge. Wir spielen es, glaube ich, immer in der 3-Runden-Version. Normales 4? Ich glaube, normales 4. Ja. Wir müssten es eigentlich mal in der 4-Runden-Version spielen. Haben wir schon? Das allererste Mal, ja. Echt? Mhm. Krass, habe ich schon wieder verdrängt. Deswegen hast du mich auch auf die einsame Insel geschickt, wahrscheinlich, weil ich das immer vergesse. So, wo bin ich? Wo ist Sarah? Sarah so im Weltraum. Yay! Und ich so auf der Insel.
Nee, aber so, ist ja, ist ja cool. Aber das ist auf jeden Fall so ein Spiel. Das war so mit das erste Spiel, an das ich gedacht habe, weil wir es nicht wirklich oft spielen, weil es immer ein bisschen schwierig ist. Das ist halt so ein bisschen dieses Warst- oder Root-Problem, dass die Leute halt erstmal wieder dann die Fraktionen lernen müssen. Und genau, du willst ja eigentlich dich hinsetzen und gleich loszocken. Und wenn du immer so ein Spiel hast, wo die Leute immer erst dann diese ganzen Fraktionen lernen müssen und die Interaktionen zwischeneinander und die ganzen Aktionskarten, die vielleicht die andere Fraktion hat, ist es immer ein bisschen schwierig, das auf den Tisch zu kriegen. Auf meiner einsamen Insel hätte ich halt die Zeit dazu. Dann hole ich mir noch ein paar Krebse dazu, die können dann die anderen Spieler spielen. Direkt selber auf dem Board. Ja, und wie gesagt, also es ist auch bei dem Spiel ist es auch passiert, dass dann Leute immer sagen so, ja, deine Fraktion ist viel overpowered, meine ist underpowered, dann switcht es wieder und im nächsten Spiel gewinnt dann die Fraktion, wo es hieß, die ist underpowered und so. Also auch wirklich gut gebalanced, so wie wir das bis jetzt sehen konnten. Wir haben sogar noch nicht mit allen gespielt. Ich glaube, die Drachen fehlen uns noch. Ich glaube, nur die Drachen fehlen uns. Aber sonst haben wir mit allen schon gezockt. Und ja, also ein cooles Ding. Das ist auf jeden Fall auf der Mission dabei. Sehr gut. Und dann mache ich mal mit meiner 3 weiter, weil es war nämlich bei mir auch auf der 2. Ja, das passt ja. Haben wir ja perfekt gemacht. Auf der 3, wichtig, dass meine USS Crusoe eine Stromversorgung hat. USS Crusoe. Und zwar ist es Mansions of Madness oder Willen des Wahnsinns 2. Nein, Glück hast du Strom auf deinem Raumschiff. Ja, ich hätte da ein Problem. Ne? Ich würde dann so lange spielen, bis das Tablet leer ist und dann. Oh. Pech, musst du die erste Edition mitnehmen. Die geht ohne Strom. Nee, die möchte ich nicht mehr spielen. Und ja, auch da, wir haben, glaube ich, jede oder fast jede Mission einmal gespielt. Wir haben alle Erweiterungen und alle DLCs. Und auch da ist es so, wir haben dann auch schon Sachen zweimal gespielt und klar ist dann die Story, die sich halt so ein bisschen wiederholt, aber trotzdem wird es halt immer anders aufgebaut und die Monster spawnen auch ein bisschen anders und die App sucht sich immer aus allem, was du hast, was aus. Ich denke mal, werden so verschiedene Tierlists haben für die Monster, die spawnen und halt nicht spawnen und von da ist es halt auch immer anders. Und man kann es auch gut mit mehreren Leuten spielen, man kann es aber wahrscheinlich auch gut solo spielen. Und deswegen, wer auch immer auf der USS Crusoe gerade wach ist, der kann halt mitspielen. Und cooles Ding, es ist schade, dass es momentan aussieht, als ob es gestorben wäre für Fantasy Flight. Ja, es ist nicht offiziell tot. Man hat nie gesagt, dass es tot ist, dass es nicht weiterentwickelt wird. Aber es ist jetzt schon seit Jahren nichts mehr rausgekommen. Ja. Die letzte Expansion liegt ewig zurück, der letzte DLC auch. Hat eventuell auch so ein bisschen was mit Umschichtungen in dem Mitarbeiterfeld von Fantasy Flight Games zu tun, was auch die App-Entwicklung angeht. Aber ich glaube, da liegt mittlerweile der Fokus doch auf anderen Spielen. Unter anderem halt auch auf dem Arkham Horror Card Game, denke ich mal, weil das ist ja eine Goldgrube. Ja. Da kann man ja permanent im Grunde Geld drucken. Was die Missionen angeht, auf jeden Fall Mansions of Madness, also Willen des Wahnsinns, zweite Edition. Es ist ja auch kein Spiel, was man so jeden Tag auf den Tisch bringt oder jede Woche. Und dadurch, dass man halt, wie viele Missionen werden, wir haben über ein Dutzend Missionen. Ja, wenn man dann irgendwie ein Dutzend Missionen durch hat und dann wieder mit von vorne anfängt, da kann man sich nicht alles merken. Und da sind immer wieder ein paar coole Situationen dabei, die man schon wieder vergessen hat. Und es macht auf jeden Fall riesen Spaß. Also eins von meinen Lieblings-Koop-Spielen auf jeden Fall und eins von den Koop-Spielen, die Sarah, glaube ich, am ehesten tolerieren kann. Genau, also ich bin ja nicht so der Koop-Fan, aber ich würde es halt, da sage ich halt nicht nein zum Mitspielen und wie gesagt, auch wegen der Wiederspielbarkeit und so. Also ist auch so ein bisschen Dungeon-Crawler-mäßig, hast du es auch so? Nee, alle meine 5 Spiele plus der Run-Ups und Koops. Ja, wie furchtbar. ja, wir hätten sogar noch mehr Varianz, wenn einer mal die restlichen Charaktere anmalen würde. Weil es ist ja auch nicht so, wir dürfen ja auch nicht mit den Karten spielen. Die sind herausgenommen worden. Wir haben uns irgendwann gewundert, so, ja, wir müssten eigentlich mehr Mittler haben. Und wir wollten dann einfach mit Stand-In spielen, wo wir die Miniaturen schon bemalt haben, weil Basti malt nämlich die Ermittler an. Wir haben uns dann irgendwann gewundert, warum haben wir das denn nicht? Hat Basti einfach heimlich die Karten rausgenommen von den Sachen, die er noch nicht angemalt hat? Die Sache ist einfach, in der Zeit, in der er das spielt, hast du halt entweder irgendwelche Hexen und Zauberer oder Leute im Anzug. Und ich konnte irgendwann keine Anzüge mehr sehen. Deswegen spielt man auch mit Stand-Ins. Wir haben wahrscheinlich schon, ich glaube, 20 Charaktere oder so, mit denen wir spielen könnten. Aber Basti hat einfach die Karten rausgenommen, weil er es nicht ertragen kann, dass das dann nicht die richtige Miniatur ist. Das wäre auf jeden Fall was für die nächste Monk-Liste. Ja, auf jeden Fall. Von daher, Monster habe ich angemalt, da geht alles klar. Also zumindest die Hälfte, weil Basti hat das mit in die Ehe gebracht, die erste Edition. Und mein dritter Pick. Du bist dran. Auf jeden Fall. Ich habe da eine coole Geschichte auf jeden Fall noch. In der ersten Edition von Willen des Wahnsinns war es noch so, dass die Monster relativ gleich aussehen mussten, wenn man sie angemalt hat. Weil die hatten halt unter der Base, waren halt Spezialfähigkeiten, die haben sich von Monster zu Monster unterschieden. Und das hieß, ich habe dann so 2 Axtmörder bemalt mit so einem weißen Hemd. Und dann musste ich Stechen. Haki und Stechen. Dann musste ich bei beiden die Blutspritze auf dem Hemd genau gleich malen, weil man ja nicht anhand der Blutspritze erkennen sollte, ob es jetzt dieser Axtmörder oder jener Axtmörder ist, mit dieser oder jener Spezialfähigkeit.
So hat man halt früher gemacht. In der neuen Edition ist das übrigens völlig egal, da haben beide dieselbe Fähigkeit. Ja, das ist auch eins der häufigsten Fragen, die ich dann immer bekomme, wenn ich Bilder davon poste. Warum hast du denn die hässlichen Bases genommen? So, weil sie die Bases von der ersten Edition in die zweite übernommen haben. Für die zweite sind die völlig unlogisch und viel zu groß. Ja, so zwei Kleinigkeiten, drei Kleinigkeiten, die man noch nutzen könnte, aber das könnte man auch über Karten regeln. Genau, oder also, über die Tiles, die man dann einfach hinlegt. Und deswegen wird das jetzt eigentlich so gemacht, dass immer diese Figur runtergeschnitten wird und auf transparente Bases geklebt wird. Ich habe das aber so übernommen, weil die Hälfte schon bemalt war von den Monstern und auch nur bis zum bestimmten Punkt, weil Basti hat da so hässliche Steine unten auf die Bases gemacht. Ja. Und ich wollte die dann schon mal abschneiden, habe dann aber gesehen, dass er nicht weiter gemalt hat unter den Steinen. Also deswegen haben wir immer noch die hässlichen Bases. Ja, wie gesagt, das ist auch eines unserer ältesten Spiele. Also es ist jetzt, also allein die, wenn, da ich die Figuren hier mit in die Ehe gebracht habe, sind die ältesten Figuren jetzt über 10 Jahre alt. Mhm. Also... also uralt sozusagen. Uralt. Was nicht uralt ist, was ich auch noch gar nicht gespielt habe, oder naja, ich habe schon mal eine Demo davon gespielt, aber ich habe es noch nicht richtig gespielt, und wo ich mich so richtig reinfuchsen könnte und was ich sogar am Strand im Wasser spielen könnte. Gut, dass ich nicht mit dir auf der einsamen Insel bin. Auf zum Jupiter. Burn Cycle. Chip Theory Games haben ja irgendwie so dieses Faible für Spiele, die man im Wasser spielen kann oder warum auch immer. Das ist so das eine Spiel, was abgesehen von der Box überlebt, wenn eure Wohnung geflutet wird. Dann könnt ihr halt da durchschwimmen und dann trotzdem weiter Burn Cycle spielen, weil das Spiel besteht nur aus Plastikchips, Plastikkarten und Neoprenteilen plus eine Papieranleitung plus eine Papierbox. Ansonsten wirklich alles wasserfest und halt cooles Cyberpunk-Thema irgendwie. Wir sind Roboter, die sich gegen die menschliche, gegen die Menschen auflehnen, die halt die Roboter unterdrücken. Und es ist halt ein Spiel, ja, wie beschreibt man das am besten? Das ist so eine Art Einbruchssimulator mit Robotern. Also man hat immer so Missionen, die muss man erfüllen. Und es ist ein großes Rätsel eigentlich, weil es geht halt über Aktionspunkte, dass man sich dann halt durch diese Gebäude, die dann halt aufgebaut werden, aus diesen Neoprenmatten hindurch rätselt, versucht den Wachen auszuweichen oder vielleicht die Wachen auch mal K.O. zu hauen, weil Gewalt ist in dem Spiel eigentlich eher nicht so das Ding. Und hat noch so ein ganz komplettes Nebenspiel, wo man dann halt noch in den Cyberspace reingeht und dann versucht die ganzen Countermeasures dieser Corporation, oh, das war aber Anglizismen, irgendwie auszuschalten und dann da halt auch noch gegenzuhalten. Ich hab's noch nicht komplett durchgespielt. Ich habe einmal eine Demo auf einem Brettspielwochenende gespielt, da hat es mir sehr gefallen. Ich habe es vom Weihnachtsmann zu Weihnachten gekriegt, habe mich sehr gefreut. Bin ich. Und würde das auf der einsamen Insel auf jeden Fall richtig gut durchzocken können, weil es dauert lang. Es steht drauf 1 bis 4 Spieler, aber ich denke, es ist maximal ein 2-Spieler-Spiel, weil es doch sehr thinky ist. Man muss viel überlegen, man muss die Züge sehr gut planen, man muss sich gut absprechen. Und ich glaube, das wird mit 4 Spielern eine ganz schön langwierige Geschichte. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, mich da mal so richtig reinzufuchsen, wo ich bisher noch gar nicht die Zeit zu hatte seit Weihnachten. Aber auf der einsamen Insel könnte ich das halt. Und dann würde ich halt die Roboter so richtig in diese Corporations reinschicken und den Menschen mal so zeigen, wo die, weiß nicht, die Zange hängt. Oder was sagen Roboter? Ich weiß nicht, du bist der Roboter, Zylone. Roboter. Nee, aber da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Werde ich damit Basti irgendwann auch mal antesten. Ich bin jetzt nicht so der Puzzlemeister, der dann da sagt, so ich verstecke mich 3 Runden hinterm Schrank und warte, bis halt die Wache vorbeigegangen ist. Ich muss halt die Wache, die muss halt erschlagen werden, ist ja ganz klar. Die Möglichkeiten gibt es. Es gibt halt verschiedene Roboter, die man spielen kann, und da sind manche auch ein bisschen offensiver, aber es ist wirklich schon so. Man muss halt wirklich gucken, wo patrouillieren die Wachen lang, wie sind ihre Blickrichtungen, wie weit können sie gucken, wie reagieren sie dann auf dich, was sind ihre Spezialfähigkeiten, welche Missionsziele musst du wann und wie erfüllen und wie machst du das über deine Aktionspunkte und über diesen Cyberspace, den du noch benutzen kannst. Und ist eine Menge drin in dem Spiel auf jeden Fall. Ich habe mir die Anleitung durchgelesen, ich habe Bock drauf. Schlimmstenfalls könnte ich in der Box auf jeden Fall schlafen, weil die ist riesengroß. Ja. Und wie gesagt, wenn es dann halt regnet oder wenn die Flut kommt, dann spiele ich einfach weiter, weil das Spiel ist halt einfach wasserfest. Ich meine, welches Spiel kann das von sich behaupten, außer alle Spiele von Chip Theory Games? Mein nächstes Spiel. Gut, dass die Uses Crew so Strom hat. Und es handelt sich um einen großen Kickstarter. Das, glaube ich, das erste ist, was man nicht solo spielen kann. Und das ist My Father's Work. Einfach cooles Worker Placement-Ding, mega thematisch. Und das Basic-Game ist relativ basic, könnte man sagen. Also es ist halt relativ klar, was so passiert. Es hat so ein paar Kniffe, was kein anderer hat, dass man zwischendurch immer die Ressourcen verliert, aber My Father's Work lebt von dieser Story. Ja.
Und es sind jeweils 3 Storyboxen drin in dieser Box und die haben jeweils, glaube ich, 9 Enden. Das heißt, wenigstens, ja. Das heißt, alleine um da mal jedes Ende gespielt zu haben, musst du halt richtig, richtig, richtig viel gezockt haben. Vor allem, weil das ja auch immer alles zusammengewürfelt wird. Man spielt ja immer 3 Epochen und man hat halt, der Anfang ist halt aus einem Set, die Mitte ist aus einem Set und das Ende ist aus einem Set. Wobei sich dann, glaube ich, Mitte und Ende schon danach richten, was im Anfang passiert ist. Also es baut immer aufeinander auf. Also da kann man richtig viel erleben. Wir haben das schon relativ, ich glaube, wir haben es jetzt schon 5-mal gespielt und hatten nie ansatzweise die gleiche Geschichte, auch wenn wir eine Box wiederholt gespielt haben. Ja. Es ist noch so viel Material, das wir aus den Boxen geholt haben, wo wir noch überhaupt gar keine Ahnung von haben, wofür das genutzt wird. Und es wäre halt richtig cool, wenn man das halt irgendwie dann so hätte, dann hätte man auch die Zeit, die Story richtig vorzulesen, dass die Leute ein bisschen bei der Sache bleiben. Ja, stimmt, wenn man so einen langen Spaceflug hat und dann irgendwie die nächsten 25 Jahre erstmal bis zum nächsten Asteroiden braucht. Eben, da kann man sich auch für die Story Zeit lassen. Nicht immer die Boardgamer, die zack, 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 nächstes Spiel, sondern da muss man danach mal vielleicht immer jeden Tag einfach nur ein Kapitel spielen, dann kann man das so ein bisschen ausgleichen. Dann immer noch so die ganze Geschichte per Charade noch so darstellen. Und dann muss man noch ein bisschen überlegen, was als nächstes kommt. Und ja, unglaublich variantenreiches Ding. Es ist ein bisschen schade, dass da so ein bisschen die Language Barrier ist zum Deutschen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass deine Crew Englisch kann, weil sonst kriegst du nämlich ganz schnell Moralprobleme. Wenn sie auf der internationalen Kruse sind, dann hoffe ich doch, dass ich nicht nur Deutsche mitgenommen habe, sondern halt auch ein paar andere Menschen. Und wir unterhalten uns natürlich in Englisch. Okay. Jawohl, Captain Sarah. Ja, so läuft das. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Aber dafür braucht halt mein Tablet ein bisschen. Ja, krass. Also ich wäre mit deinen Spielen auf meiner Insel auf jeden Fall komplett überfordert. Also da wäre schon Mansions of Madness abgestürzt. Da wäre schon My Father's Work abgestürzt. Und für alles andere hätte ich, glaube ich, auch nicht genug Spieler gehabt. Vielleicht hast du so ein kleines Fahrrad dabei, um Strom zu machen. Piep, 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 piep. Oder vielleicht kann man so Kokosnüsse aneinander reiben und dadurch Strom erzeugen. Vielleicht hast du auch ein Solarpanel. Hätte ich mal dran denken sollen. Ich meine, ein Nerd von heute packt natürlich Brettspiele ein und nicht sowas wie ein Solarpanel. Wer denkt denn an sowas? Ja, furchtbar. Also wirklich. Deine Nummer 4. Meine Nummer 4 habe ich auch noch nicht ausgiebig gespielt. Hätte ich dann aber auf jeden Fall Zeit auf der einsamen Insel. Und was Plastik und Boxen angeht, könnte ich mir daraus, glaube ich, auch ein kleines Haus bauen. Zumindest, wenn die zweite Wave mal irgendwann gekommen ist. Gut, dass du alleine auf der Insel bist. Ich bin zufrieden mit meiner Raumschiff-Crew. Denn alleine auf meiner Insel würde ich auf jeden Fall Darkest Dungeon spielen. Da haben wir noch gar nicht viel drüber geredet hier im Kanal. Wir haben zwar das Unboxing schon hochgeladen, aber über das Spiel an sich reden wir dann irgendwann mal in einem Kickstarter-Rückblick, wenn wir den nächsten dann aufnehmen. Wir haben aber schon mal, um das so zu sagen, wir haben schon mal ein kurzes Demospiel gespielt mit Gästen, die wir zu Silvester zu Besuch hatten. Mir hat es viel Spaß gemacht, einem Gast auch, seiner Frau bin ich nicht ganz sicher. Sarah hat es ertragen. Sie war von vornherein nicht so ganz der Fan von dem Spiel, aber du warst jetzt auch nicht himmelhoch enttäuscht davon. Wir haben schon schlimmere Sachen gespielt. Ja, das ist doch schon mal schön, vor allem von Mythic. Und Prämisse ganz kurz, das Dorf, was unser Vorfahr halt irgendwie beherrscht oder so, das ist halt in Ungnade gefallen, der Vorfahr ist verschwunden und wir müssen halt in das Dorf und da nach dem Rechten sehen, da sind überall Dungeons und da gehen wir halt hinein und das Spiel baut eigentlich auf dem Computerspiel auf, dass, ja, wie soll man es am besten erklären, es ist unglaublich fies und zufällig, also da kann einem, wenn man in diesen Dungeon reingeht, ist man nicht der strahlende Held, man kommt da wieder raus mit Krankheiten, mit Flüchen, man blutet, man ist panisch, man ist komplett kaputt und im Grunde ist es fast so eine Art Push-Your-Luck-Spiel, weil man halt immer wieder gucken muss, wie lange überlebe ich den Dungeon, wann ziehe ich die Reißleine, wann geht die Gruppe wieder raus, versucht sich in der Dorfphase halt so gut wie möglich wieder herzustellen, um in den nächsten Dungeon reinzugehen, da wieder irgendwann die Reißleine zu ziehen und sich dann irgendwie bis zum Boss durchzuschleppen. Es ist halt kein Spiel, wo man der strahlende Held ist mit dem brennenden Feuerschwert und man wird von allen bejubelt, man ist halt wirklich der dreckige Krieger, der dann irgendwie versucht, noch den letzten dreckigen Durchstoß zu setzen. Und mir macht das Spaß. Ich mag das Computerspiel sehr gerne. Ich finde auch, dass das Brettspiel die gesamte Mechaniken ganz gut eingefangen hat. Es ist noch ein bisschen erweitert, weil man noch so ein bisschen so ein Dungeon-Bewegung hat im Kampf, anstatt nur einfach so dazustehen und auf sich einzuhauen. Aber wie gesagt, ich habe es bisher erst einmal so ein bisschen gespielt. Also den ersten Dungeon haben wir gespielt und die erste Dorfphase besprochen. Das Spiel hat aber ungefähr ein Dutzend Dungeons, bis man da durch ist. Und wenn man halt zwischendurch stirbt, fängt man wieder von vorne an. Aber auf der einsamen Insel hätte ich halt Zeit dafür. Und dann hätte ich auch nicht Sarah dabei, die sich die ganze Zeit beschwert, wie doof das Spiel ist. Auf der einsamen Insel kannst du einfach grinden die ganze Zeit. Grinden, grinden, grinden. Ja,
Ich will jetzt nicht eine halbe Mini-Review machen wie der Basti, aber ja, das könnte ich dann auch verstehen. Da ist halt genug Material drin, dass man das auch immer wieder machen muss, weil man ja auch immer wieder stirbt und immer wieder Pech hat und man ist dann der verfluchte, blutende Typ nach einem Raum oder hat verbuggte Korridore oder was auch immer, dass man nochmal neu starten muss. Ja, ich bin froh, dass ich nicht auf der Insel bin. Ich hätte bestimmt Spaß damit. Ich habe links mein Darkest Dungeon, rechts mein Burn Cycle. Die bauen dann mit ihren Boxen so ein kleines Haus über mich. Dann habe ich das kleine Spirit Island und was hatte ich noch gesagt? Und Tsukuyomi, ja, ist auch eine große Box. Also ich habe mittlerweile schon ein Haus mit Garage und kann überall drin zocken. Ja, ja. Und Burn Cycle sogar im Regen. So, mein letzter Titel ist ein Kampagnenspiel. Ich habe eigentlich Kampagnenspiele ausgeklammert, weil bei den meisten Kampagnen ist es so, wenn du die einmal gezockt hast, kannst du sie vielleicht noch ein zweites Mal zocken, aber danach ist dann die Story halt einfach raus. Ja. Und ich denke, das ist das flacheste Kampagnenspiel, wo du aber auch am meisten immer wieder erleben könntest, was du immer und immer und immer wieder spielen kannst und egal, das lenkt sich halt so ein bisschen, wo du hingehst. Und es geht um Sleeping Gods oder schlafende Götter. Alles klar. Weil du hast ja in der Kampagne so eine riesige World Map und du schaffst so ungefähr 3 bis 4 Maps zu betreten pro Kampagne. Ja, in unserem einen Spiel, was wir durchgespielt haben, also in unserem einen Kampagnendurchlauf, haben wir genau diese 4 Maps gesehen und davon halt auch über ein Dutzend, ne? Ja, und davon halt auch nicht alle und das heißt, man kann dann die Kampagne halt nochmal neu machen, man kriegt auch immer was dazu und dann fährt man woanders lang und sieht halt absolut gar nichts von dem, was man vorgesehen hat. Und selbst wenn man dann irgendwann alle 12 Map-Tiles oder was auch immer das sind, mal gesehen hat, kann man dann auch anfangen, zu verschiedenen zu fahren, weil es gibt auch vielleicht Möglichkeiten, durch die Gegend zu beamen oder so. Ja. Und das heißt, selbst da, weil man kann nicht während der Kampagne alles schaffen. Es ist dann halt irgendwie so, dass du halt da den Story-Tippet kriegst, den musst du dann vielleicht nach da ganz unten bringen. Und alleine halt diese Austausch? Ja, nee, wollte nur sagen, wir haben ja auch noch die Dungeons Expansion, wo man dann auch noch in Dungeons reingehen kann. Das haben wir in unserem Durchlauf gar nicht gemacht. Cooles Spiel auf jeden Fall. Ich hatte so 2 kleinere Probleme damit. Einmal fand ich die Geschichte so zu unzusammenhängend, dass man hat halt immer nur so ganz kurze Geschichten. Das ist halt immer sehr schnell belohnend. Das heißt, das hat nicht irgendwie so einen großen Aufbau. Also die Geschichte wird groß erstmal hoch erzählt, sondern man hat halt, geh dahin, du lernst wen kennen. Fahr dahin, machst irgendwas, die Geschichte ist vorbei, du fängst eine neue Geschichte an. Aber deswegen ist es in dieser Liste drin. Yeah. Weil bei einem Tainted Grail oder bei einem Oathsworn, wo ich auch gesagt habe, das könnte der Problem ist, noch ein zweites Mal spielen, eventuell auch noch ein drittes Mal, aber dann ist es halt irgendwann vorbei. Ja, ja, ja. Und bei Sleeping Gods ist es halt so, durch diese kleinen Story-Bröckchen, die man immer nur gefüttert bekommt, die in verschiedene Sachen einhaken, kann ich mir gut vorstellen, dass du das 20, 25 Mal spielen kannst. Ja, vor allem, weil ja die Kampagnen auch aufeinander aufbauen. Wir haben ja jetzt, nachdem wir unseren Durchlauf durch hatten, haben wir ja auch schon irgendwelche Sachen gekriegt, die wir jetzt beim zweiten Mal jetzt verändern könnten. Was mir auch noch nicht ganz gefallen hat, es war halt ein bisschen zu freigebig mit Gegenständen. Wir hatten nachher den ganzen Tisch voll mit irgendwelchen Items und Besatzungsmitgliedern und dies und das und Kochbücher und so. Und es war einfach ein bisschen viel. Keiner hat gesagt, dass du auf der Insel oder auf der USS Crusoe keinen Platz hast. Ja, ja, nee. Das ist ja nur das, was... Wirst du wohl mein Picken schlecht machen? Na, ich mach dir nicht schlecht. Das ist ja perfekt. Das Spiel hat mir ja auch Spaß gemacht. Nee, ist schon ein cooles Spiel. Wir haben es zu zweit gespielt. Das hat relativ gut funktioniert. Da übernimmt jeder halt einen bestimmten Teil der Besatzung. Und umso mehr Spieler man spielt, kann man die halt weiter verteilen. Und es war wirklich ein cooles Ding, hat Fates gemacht. Wir wollten das schon lange mal wieder spielen, haben aber zurzeit einfach zu viele Kampagnenspiele auf dem Tisch. So eine In-Between-Kampagne, wo wir gesagt haben, so eine Kampagne ist relativ schnell dann auch gezockt. Aber wir sind von einer großen Kampagne in die nächsten gesprungen, von daher hatten wir da noch keine Chance für unseren zweiten Durchgang. Jetzt ist er auch auf Deutsch erschienen, das heißt, jetzt konnte das halt auch zocken. Und ja, freue mich dann aber mal wieder drauf. Das ist wahrscheinlich auch was man mal in Urlaub oder so mitnehmen kann. Ist auch eine kleine Box. Ja, stimmt. Das ist halt eine Kampagne in einer Box, ohne noch zig zusätzliche Kickstarter-Boxen, die man halt mitschleifen muss. Und nur eine Mini. Ja. Sarah war ganz traurig. Sie hatte nur ein Schiff zum Anmalen. Fertig. Ja, aber auf jeden Fall, ich denke, für so eine einsame Space-Mission oder für so eine einsame Insel hat es auf jeden Fall als Kampagnenspiel mit am meisten Wiederspielwert. Ja, das ist auch das eine Kampagnenspiel, wo ich wirklich nochmal diesen Durchlauf wagen will, um einfach zu sehen, ob der zweite Durchlauf so viel anders ist oder ob er die Geschichte so weit weiterbaut, weil die Geschichte
war im Grunde auch nicht abgeschlossen, sondern die hat erst irgendwie angefangen erzählt zu werden. Und das bin ich gespannt, ob das halt weitergeht. Dafür das, ist es ja, dass ja, es immer und immer und immer wieder macht. So also ein zwischen den Sprungpunkten, bevor ihr halt wieder zum nächsten System weiterspringt, könnt ihr dann halt immer noch so eine Mission spielen. Ja, das finde ich eine gute Sache auf jeden Fall. Aber brauche ich nicht auf der Insel. Dein letzter Pick, den du schon gespoilert hast. Mein letzter Pick, den ich gespoilert habe, was keiner gesehen hat, weil ich das weggeschnitten habe. Nein, du hast es zwischendurch auch schon erwähnt. Habe ich? Ja. Verdammt. Ist Spirit Island. Und zwar ist es ja, ich meine, wie offensichtlich kann es denn sein? Ich bin auf einer einsamen Insel und da sind bestimmt auch Spirits. Also bin ich auf dem Spirit Island und dieses Spiel würde ich wahrscheinlich ewig spielen können und nicht wahnsinnig werden. Man hat eine Riesenauswahl an Geistern, eine Riesenauswahl an Kräften. Man hat noch diese Adversaries, mit denen wir noch nie gespielt haben. Das Spiel ist nicht gerade einfach. Man kann es mit einem Spieler problemlos spielen. Man kann aber auch mehrere Spieler irgendwie nebeneinander spielen, wenn man alleine auf der Insel ist. Es ist nicht riesengroß. Es ist einfach unfassbar variabel. Ja, das stimmt. Und jedes Spiel erzählt so seine eigene Geschichte. Man ist halt wirklich so ein Geist und versucht halt diese Invasoren auf der Insel halt zurückzutreiben. Weil die halt alles mit Häusern und mit Bevölkerung zupflastern wollen. Furchtbar, diese Menschen. Und jeder Geist hat halt so seine eigene Spezialfähigkeit. Manche sind halt aggressiver, manche bunkern eher, manche können vielleicht das Wasser nutzen, um die Invasoren halt von der Insel runterzuspülen. Aber wir haben alle Expansions. Ich habe jetzt auch den neuesten Kickstarter gebackt. Ich hoffe, dass der da noch ankommt, bevor ich auf die Insel... Wir haben nicht nur alle Expansions, wir haben auch die Holo-Karten. Holo. Und die Deluxe-Token für 50 Euro. Token. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das alles da ist, wenn ich auf die Insel verschlagen werde. Weil dann habe ich nämlich in einer Box so viel Spiel und kann halt Runde nach Runde nach Runde nach Runde spielen, bis ich so gut bin wie die ganzen Leute bei Boardgame Geek, die dann immer sagen, oh, ich habe irgendwie mit zwei Adversaries gespielt und das und das und das und auf dem super höchsten Schwierigkeitsgrad kein Problem gehabt. Da sind wir lange noch nicht, weil das Spiel ist halt ein bisschen schwierig mit mehr Leuten auf den Tisch zu bringen, weil man da sehr gut kommunizieren muss. Aber halt ein Spiel, was dieses Alpha-Gaming so ein bisschen ausschließt, weil jeder halt so viel auf seinem eigenen Feld halt irgendwie arbeiten muss, um die Invasoren zurückzuhalten, dass man gar nicht großartig dazu kommt zu sagen, hier, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Hat man gar nicht die Zeit, hat man gar nicht die Gehirnkapazität zu. Also ich jedenfalls nicht. Ja, deswegen wäre es wahrscheinlich auf der Raumschiffmission auch nicht so gut, weil wenn dann irgendwie Lieutenant Tobi nicht aufgepasst hat und wir deswegen untergehen, dann muss ich ihn vielleicht doch spacen. Lieutenant Tobi, einmal in die Luftschleuse bitte. Tschüss. Wir stehen da am Bulgarauge. Du stehst da sowieso gar nicht, du bist auf deiner Insel. Ich bin auf der Insel. Wäre ich zugeschaltet? Nein, du hast keinen Strom. Ja, stimmt, ich vergaß. Ich dümpel in so einer Lache irgendwie mit meinem Burn-Cycle. Wow. Auch ein cooles Teil auf jeden Fall. Nicht eins meiner Lieblingsspiele, aus genannten Gründen, weil da halt auch schon alle dabei sein müssen und alle auf so einem gleichen Level auch teilweise spielen müssen. Und es ist auch teilweise ist mir ein bisschen zu anstrengend, muss ich dann sagen. Fiddelig, ja. Aber ja, auch... ich kann es verstehen, warum du es mitnimmst. Das ist halt der offensichtliche Pick auf der einsamen Insel. Aber ich weiß nicht, Spirit Island. Ob du dann noch nachts schlafen kannst. Vor lauter 4 Token, die du da legen musst. 4. Ja, dann haben wir ja fast die Top 10. Eine Doppelung hatten wir. Yep. Alles coole Sachen mit dabei, wo man sich beschäftigen kann. Wo auch immer man sich rumschlägt und einsam ist. Egal, ob auf dem Raumschiff oder auf der Insel. Ich hoffe, du bist nicht so einsam, wenn du eine Crew hast, außer die haben dich in die Luftschleuse gesperrt. Na, kommt drauf an, was wir spielen. Du hast so oft gewonnen. Verdammt. Spacey. Wo ist der Captain? Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Was wären eure Tipps für die einsame Insel oder für die einsame Raumschiff-Mission oder Space-Mission? Was würdet ihr mitnehmen? Wie gesagt, das müsst ihr ja meistens... Halt die Variabilität, ich kann schon nicht mehr sprechen. Kein Sauerstoff mehr. Variabilität. Ja, stimmt, die haben den abgedreht. Kein Sauerstoff mehr, ich habe meinen Sauerstoff schon alles weggeatmet. Und was könntet ihr empfehlen? Ich denke, es waren alles relativ coole Titel, die dabei waren. Und schreibt uns. Wenn nicht, lasst uns ein Like da oder abonniert uns, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, Basti geht zurück in sein Zeugenschutzprogramm, weil das mit der einsamen Insel ist eigentlich alles nur gelogen. Geht jetzt zurück nach Miami und arbeitet beim Dice Tower. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.